hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News und heute gibt es großartige Neuigkeiten zum Thema Performance in der Alpha 3.17. Wir reden gleich über Gen 12 Rendering, ein bisschen über Vulkan und allgemein das Thema Performance, denn da gibt es wirklich großartige News. Lasst also gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert und wir starten erstmal mit dem ganz kurzen Rückblick. Vor einigen Monaten hat CRG angekündigt, den alten Renderer durch den neuen und wesentlich besseren Gen 12 Renderer ersetzen zu wollen und damit auch in Alpha 3.14 schon begonnen. Seither waren Licht- und so Partikeleffekte und einige andere kleinere Bereiche davon abgedeckt. Nun geht CRG mit Alpha 3.17 den nächsten großen Schritt und überträgt Gen 12 auf weite Teile der Geometrie, was tatsächlich ein massiver Sprung nach vorne ist. Dazu gleich ein paar Worte mehr. Ich würde gerne nochmal kurz in einer Kurzfassung erklären wollen, was Gen 12 ist und was das mit dem Rendering auf sich hat. Denkt aber bitte daran, ich bin kein Techniker. Ich versuche es hier mit einfachen Worten in verkürzter Form darzustellen, dass ihr ungefähr wisst, worum es dabei geht. Ergänzung und so weiter gerne in die Kommentare. Und ich beziehe mich ja auch auf das, was zur CitizenCon zu diesem ganzen Thema gesagt wurde. Jedes Computerspiel, was es gibt, basiert auf irgendeiner Engine. Das kann eine Unreal 4 oder 5 sein, eine CryEngine, Unity und. Da gibt es ganz viele, auch irgendwelche eigenen Entwicklungen. CRG nutzt ja die CryEngine, beziehungsweise mittlerweile heißt es ja Lumberyard Engine. Und diese wurde so weit verändert von CRG selbst, dass man es nun Star Engine nennt. Es ist also quasi eine Erweiterung der Lumberyard Engine. Diese Engines im Allgemeinen umfassen im Prinzip das Grundgerüst des Spiels, die Physik, die Grafik, den Sound und viele andere verschiedene Bereiche, damit das Game überhaupt funktioniert, angezeigt werden kann und einfach, ja, spielbar ist. Jede Engine wiederum hat dann einen intern eigenen Renderer, der dann dafür zuständig ist, aus den Spieldateien, die auf unserem PC drauf sind, also auf der Festplatte gespeichert sind, Dinge zu erschaffen sozusagen. Um es einfach auszudrücken, in den Spieldateien ist zum Beispiel der Code für ein Objekt, ne, sagen wir mal ein Raumschiff, hinterlegt. Also wie es aussieht, welche Eigenschaften es hat, welche Physik es hat, wie groß, wie klein, welche Form und. Und der Renderer nimmt sich diese Daten aus den Spieldateien quasi raus und rechnet sie durch, um ein brauchbares Objekt zu erzeugen, was dann im Spiel verfügbar ist. Das Ganze läuft dann hauptsächlich über die CPU. Dabei gibt es innerhalb des Renderers den sogenannten Main Thread, der aus den Spieldateien die Informationen heraussucht, die benötigt werden, und dann noch den Render Thread, der die Objekte dann berechnet, also dann quasi mit der CPU und auch ein bisschen mit der GPU interagiert, um das Ganze zu machen. Beide Threads arbeiten parallel, also während der Render-Thread etwas berechnet, sucht der Main-Thread schon das nächste Objekt heraus, was als nächstes gerechnet werden soll. Und genau hier entstehen Flaschenhälse, denn wenn der Main-Thread alles gefunden hat, was er fürs nächste Objekt braucht, muss er ja darauf warten, dass der Render-Thread fertig mit der Berechnung ist und kann so lange quasi nichts weiter machen. Ich komme dazu gleich nochmal ein bisschen detaillierter. Wichtig ist ja aber erstmal nur, dass der neue Gen 12 Renderer diese Leerzeiten, diese Flaschenhälse zwar immer noch natürlich hat, aber effizienter nutzen soll als der bisherige. Das heißt, der Renderer rechnet quasi in den Leerzeiten andere Dinge aus, die man sowieso auch noch braucht, die später sonst drankommen würden, und verschiebt das Ganze ein bisschen und füllt quasi diese Lücken, die da entstehen. Darüber hinaus gibt es auch noch die Grafik-Schnittstelle. Wir kennen das als DirectX 11, OpenGL, DirectX 12 oder Vulkan, was CRG später nutzen will. Aktuell läuft alles noch über DirectX 11. CRG hat nicht vor, hier auf DirectX 12 umzusteigen. Wie gesagt, sie wollen Vulkan. Und diese Grafik-Schnittstelle, die ist quasi dann dafür zuständig, dass die Grafikkarte eben ihren Teil der Berechnung durchführt und das endgültige Bild, das, was wir am Ende ja auf dem Bildschirm sehen, berechnet und erzeugt und ausgibt. Also mal ganz vereinfacht dargestellt, es gibt bei jedem Spiel immer mehrere Schritte, die nötig sind, um aus Einsen und Nullen aus den Spieldateien ein 3D-Objekt und eben die ganze Welt, alles was dazu gehört, wirklich zu erschaffen, physikalisch korrekt zu machen und darzustellen. Und diese ganzen Berechnungen belasten logischerweise die CPU und auch die GPU, da die Hardware, die wir in unserem Rechner drin haben, für dieses Rendering, für diese ganzen Prozesse benutzt wird, also um das Ganze auszurechnen. Und hier liegt eben der Knackpunkt bei Gen 12. Der alte Legacy-Renderer, wie es CRG ihn selbst nennt, der bisher genutzt wurde, war sehr sperrig und kaum in der Lage, mehrere CPU-Kerne sinnvoll auszunutzen. Das bedeutet, dass unsere CPU sehr viel rechnen muss, aber das Ganze eben sehr ineffizient gerechnet wird und dadurch die CPU auch entsprechend hoch ausgelastet ist, was wiederum dazu führt, ja, dass die Frames, die wir haben, sehr gering sind. Gen 12 ist darin laut CRG wesentlich besser und erzeugt somit die gleichen Bilder wie der Legacy-Renderer, jedoch zu sehr viel niedrigeren CPU- und auch letztendlich GPU-Kosten.
Am Ende ist es immer ein Zusammenspiel aus der gesamten Hardware. Der RAM wird auch noch irgendeine Rolle spielen, um die Dateien hinherzuschieben, aber wir wollen es jetzt auch nicht zu komplex machen. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal alle im Bilde sind, im Großen und Ganzen jedenfalls, und kommen nun zu dem wundervollen Post von CRG bezüglich der Alpha 3.17 und dem neuen Gen 12 Renderer. Und damit wir hier nichts unterschlagen, gibt's die Vollübersetzung. Zitat: Hinter den Kulissen sind viele spannende Dinge passiert und wir haben in der Community viele Stimmen zu den jüngsten Leistungsverbesserungen gehört. Ich bin stolz zu verkünden, dass unser erster großer Meilenstein mit Gen 12 in Alpha 3.17 erreicht wurde. Das bedeutet, dass all unsere deckende statische Geometrie, also Texturen und alle Objekte, die auf Planeten und Asteroiden verstreut sind, jetzt durch Gen 12 laufen, was die Render-Thread-Leistung für diese Art von Objekten mehr als verdoppelt. Bevor ihr ausflippt, haltet den Atem an, denn das bedeutet im Moment noch nichts in Bezug auf mehr FPS. Interne Messungen haben gezeigt, dass wir mit dem Render-Thread nur selten an die CPU gebunden sind. Letztendlich bedeutet das, dass ein schnellerer Render-Thread in den meisten Fällen keine direkten Auswirkungen auf die Gesamt-Framerate haben muss. Das hängt aber auch von der CPU und der GPU-Kombination ab. Gen 12 macht es jedoch so gut wie unmöglich, jemals wieder durch den Render-Thread begrenzt zu werden, was bedeutet, dass sich jedes einzelne Stückchen Leistungsverbesserung im Main-Thread direkt auf die FPS auswirkt, solange man nicht GPU-gebunden ist. Etwas, das viele von euch bereits in unserem neuesten 3.17 PTU-Patch beobachtet haben. Zitat Ende. Außerdem gibt es noch weitere Updates zu Gen 12, die für 3.18 oder spätere Patches zu erwarten sind, denn ihr wisst ja, CRG will diesen Umstieg auf Gen 12 im Laufe der Zeit machen, Step by Step, das geht nicht mit einem Schlag. Und da haben wir direkt das nächste Zitat. Intern durchlaufen alle Render-Proxies wie Schiffe, Charaktere und Planeten bereits die Gen 12 Pipeline. Sie haben es nicht zur 3.17 geschafft, werden aber für den nächsten großen Patch bereit sein, also für 3.18. Dies soll dann vor allem größere Raumschlachten bzw. Schiffstreffen von mehreren Leuten gleichzeitig deutlich verbessern. Wir sind auch dabei, Gen 12 für Cube Maps plus RTTS einzuschalten, wodurch wir eine Menge Legacy Code löschen können. Einige Dinge müssen aber noch portiert werden, wie zum Beispiel alle Planetenatmosphären passen. GPU-Skinnings und Gas-Cloud-Rendering, die alle bald gestartet werden. Die Hauptarbeit an der durchsichtigen Geometrie hat bereits begonnen und dies ist der letzte große Meilenstein, den wir noch abschließen müssen. Alles in allem sieht Gen 12 im Moment also sehr vielversprechend aus, die Render-Thread-Leistung ist mehr als doppelt so gut und wir sind fast mit allem fertig. Wie in meinem vorherigen Beitrag erklärt, sind nach Gen 12 noch tonnenweise andere Verbesserungen geplant, die uns noch mehr Leistung bringen werden und natürlich Vulkan. Zitat Ende. CRG weist hier aber auch nochmal darauf hin, dass, Zitat, durch das gemischte Rendering von Legacy und Gen 12 die Engine im Moment beide Rendering-Codes durchlaufen muss, was die Main-Thread-Performance etwas verringert. Zitat Ende. So, das heißt, wir haben noch nicht das volle Potenzial von Gen 12, ne, weil der Legacy-Code immer noch mit da rumwurschtelt, aber ich denke, alles in allem trotzdem sehr positive Nachrichten. Endlich können wir die ersten Früchte der langen Arbeiten an dieser Umstellung ernten und jetzt stellt sich natürlich noch die große Frage, ja, wie groß sind denn diese Früchte eigentlich? Nun, so ganz genau ist es im Moment noch nicht zu sagen, viele haben aber auf dem PTU zumindest die Leistungsverbesserung bemerkt und so hat beispielsweise der Reddit-Nutzer Alec Obama ein paar Graphen erstellt, die die Updates ganz gut darstellen. Denkt aber bitte daran, dass das, was ihr hier gleich seht, nicht zwingend zu 100% aussagefähig ist. Es ist halt auf dem PTU, das ist noch ein bisschen was anderes und wir werden erst später auf dem Live-Server mit der spielinternen Telemetrie wirklich sehen und messen können, ja, wie sich das Ganze auswirkt. Aber wir schauen es uns mal an. Graph 1 zeigt, dass im Vergleich zu Alpha 3.16 die durchschnittlichen Frames im Free-Flight des Arena Commander, also im Singleplayer, von 75 auf 99 gestiegen sind. Das ist immer ein ganz besonders spannendes Experiment, da hier die Serverleistung oder der Verlust durch andere Spieler, die irgendwas treiben, keine Rolle spielt. Der Modus findet nämlich offline auf unserem Rechner statt. Also in Summe knapp 25 mehr FPS. In der zweiten Grafik sehen wir verschiedene Spielsessions im Vergleich auf unterschiedlichen Servern. Auf dem EU-Server waren es mit 3.16 noch durchschnittlich 27 FPS, mit 3.17 steigt es dann auf 34, also knapp 20% mehr. Für USA-Server gibt es insgesamt 4 FPS mehr als vorher, was einer Leistungssteigerung von 12% entspricht und auf den meist eher leeren Aus-Servern in Australien klettert die Leistung von 31 FPS sogar auf 42, was 26% mehr Leistung entspricht. Das Ganze ist ja natürlich ein bisschen gemittelt in verschiedenen Locations, in mehreren Spiel-Sessions. Also es ist jetzt nicht nur ein Location, wo das Ganze gemacht wurde, sondern überall im Verse.
Im dritten und letzten Graph sehen wir jetzt nochmal den Unterschied beider Patches mit verschiedenen Grafikeinstellungen, auch wieder der Durchschnitt über mehrere Spielsessions hinweg. Auf Low erzielte der Nutzer in der 3.16 durchschnittlich 37 FPS und auf High lediglich 32. Mit Alpha 3.17 hingegen steigt die Low-Performance auf 43 FPS und auf High immerhin auf 40. In Summe also wirklich eine deutliche Leistungssteigerung von ja durchschnittlich 20-22%, was vor allem Nutzer von älterer Hardware deutlich entlasten dürfte, da nun die begrenzten CPU-Kapazitäten effizienter genutzt werden können. Aber auch Leute mit extrem starker Hardware können sich schon mal mit höheren Framerates anfreunden, beziehungsweise ja, wer sich die FPS wie ich so ein bisschen capped, weil man einfach gar nicht so viel braucht, auf leise Lüfte und kühlere Hardware freuen. Aber wie gesagt, denkt bitte daran, das ist alles auf dem PTU gemessen, ne? Logischerweise, wir müssen nochmal ein bisschen abwarten, wie es dann auf dem Live-Server ist, wenn einfach mehr Spieler online sind, wenn mehr Server aktiv sind und die auch ein bisschen laufen. Ja, was meint ihr denn zu dem ganzen Zeug? Schreibt es mal in die Kommentare und ergänzt, wie gesagt, gerne technischen Kram, der euch hier noch einfällt oder hier auch gefehlt hat. Ich finde es in jedem Fall aber großartig, dass der Hardware-Hunger ein bisschen sinkt, was ja letztendlich wiederum auch viele Dinge im Spiel ermöglichen wird, die bisher nicht funktioniert haben. Ne, also beispielsweise große Raumschlachten, noch detailliertere Himmelskörper, noch bessere Grafik und natürlich auch eine ja endlich mal große Ingame-Messe bei Crusader. Denn vermutlich wird auch genau deswegen die diesjährige Intergalactic Aerospace Expo, also das Anniversary-Event, in Horizon stattfinden. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob da bis dahin die Performance dort entsprechend gestiegen ist. Ich vermute aber schon, sonst würden sie es ja auch nicht machen. Wäre ja marketingtechnisch albern, mit 16 FPS oder so auf Horizon eine Messe zu halten. Na gut, werden das alles sehen. Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns dann heute Abend um 18 Uhr auf Twitch mit dem neuesten Alpha 3.17 Patch und einem wundervollen Giveaway. Eine Miss Expense mit lebenslanger Versicherung und dem Concierge Skin. Das habe ich heute für euch mitgebracht. Wir schauen uns ganz viele Dinge an des Patches, wir testen ganz viel aus. Wir können auch gerne mal nach Horizon gucken, wie dort die Performance ist und mal ja, ein bisschen vergleichen zum Live-Server und ja, ich habe noch ganz viel anderen Kram mit dabei. Also, danke fürs Zuschauen und bis heute Abend im Stream. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls.